Vielleicht ist er das. Das ist er. Oh mein Gott. Also die verwandelte Form von dem Hanami ein bisschen weird. Ja, aber das ist ja hier bei allen so, ne? Ja, schon. Aber ich finde das hier, finde ich, am aller hässlichsten, wenn das verwandelt ist. Holy. Ich muss echt sagen, ich mag die gar was nicht, die beiden verwandelten Dinger da. Alter, das sieht so schlimm aus. Nee. Schrecklich. Nee, ganz furchtbar. Ich meine, Dorcha oder wie auch immer ist jetzt auch nicht pretty, aber es ist noch, es ist besser als. Oh mein Gott, es hat eine kleine pinke Schleife. Aber haben das nicht alle Spinnen? Hat das nicht? Weiß es nicht. Aber wir haben doch Alberta. Ja, die haben wir noch gar nicht. Was? Nee, ich glaube, mir fehlen noch irgendwie. Was? Warte, ich glaube, mir fehlen noch 4 Spinnen oder so. Warte. Junge, wie lange ist es her seit. Ja, mir fehlen noch 4 Spinnen. Was? Was? Wie lange ist es her, dass diese Spinnenquest rauskam? Nee, ich habe das immer mit. Ich habe das damals mit so einem YouTube-Video und bin. Ich war so, nee, als ob ich die selbst suche. Ich suche hier gar nichts. Boah, ist halt die Frage, nee. Will ich das Pferd kaufen? Nein, 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 nein. I don't know. Also ich mag die normale Form. Ich finde die andere hässlich. Aber die pinken Augen sind schon mal ein ganz großes No-Go. Die sind schon weird. Und das ist einfach nur ganz furchtbar. Und dafür 850 Starcoins? Nee, kauf dir lieber noch eine andere. Noch hier ein anderes, hier Appaloosa-Ding oder World Shield. Ja, die normale Form ist so pretty. Du wirst niemals reiten. Die normale Form ist pretty. Aber das finde ich ja das Geilste, dass man mittlerweile kannst du die auch quasi nur in normaler Form reiten. Ja, aber du wirst es halt trotzdem nicht reiten. I don't know. Die pinken Augen. Nein. Du willst es nicht. Ja, ich war es nochmal. Die bleiben ja bestimmt eine Weile drin. Wenn, kauft dir das da. Das ist so bestimmt hässlich. Nicht, bestimmt nicht. Wie viel kosten die Spinnis? 350, ja, das ist wundervoll. Ach, die sind sogar noch billiger als die Vögel. Und wir haben diese Pferde hier für 280 gekauft. Bit different. Also Haustiere habe ich eigentlich aufgegeben, mir wirklich zu kaufen, weil ich habe die nie dabei. Ja, same. Nie. Die nerven mich auch mehr, als dass ich sie cool finde. Ja, same, absolut. Aber die Spinnis sind süß. Ja. Nein, ich will mir keine kaufen. Sie sind sehr süß, wenn sie dann in deinem Schrank sind. Aber wir gucken, ob die immer noch da in ihrer Ecke hocken. Oh, eine Flasche! Ist die immer noch da? Ja. Boah, unsere Gang wieder vereint. Huch, funny Turtle Stone. Different Turtles House. Wichtig und richtig. Oh, ich hab eine Hose. Eine Hose? Oh, hier gibt's eine Flasche. Was sind bei dir überhaupt Flaschen? Bei mir ist nix. Tja, ich bin lucky. Wo bist du jetzt eigentlich schon wieder hin? Ach, da hinten. Hier hinten. Ja. Hier ist bei mir nichts an Flaschen. Tja, das Leben ist traurig. Ah, wow. Warum ist hier so wenig los? Excuse me, wir haben Samstagnacht. Du weißt doch, es ist dunkel, es ist Nacht. Ja, okay. Wer ist die eigentlich? Die haben sich ja nicht mehr darum gekümmert. Die dachten sich so, Bear boah. Trees. Who are you, Honey? Die haben sie da hingestellt. Boah, sie guckt gerade richtig gruselig. Kann da das Schloss immer so richtig fascinating. Ja, es ist auch. Immer noch. Wenn es jetzt nicht so nah an Silverglade wäre. Ja. Das nimmt ihm irgendwie seine Macht so ein bisschen. Das nimmt ihm wirklich seine Macht weg. Und dann, als man dann da wegen der Quest dann da rein konnte. Hui. Ja, und dann die Ernüchterung so, boah, kann einfach nur die Treppe hoch. Ja, ist echt so. Du dachtest dir so, ach, irgendwann in der Quest komme ich bestimmt so ins ganze Schloss. Nee. Ja, aber no, never happened. Nie passiert. Wird auch nie passieren wahrscheinlich. Ach, das ist ja dein Mann. Ja, mein Cutie. Dein Cutie. Es ist einfach, also, weißt du so, Idris ist einfach so das Ebenbild von Puberty Hit Hard. Ja, also. Ja, ist wirklich so. Wie er vorher aussah, der Dance. Aber früher war der viel älter. Ja, ihm war so anders. Jetzt ist er so 20 geworden, 25, 30. Ja, weißt du, jetzt sieht er einfach gut aus. Vorher war. Ja. 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 Brauchen wir nicht drüber reden. Nee. Das sah der aus wie auf Crack. Also. Wie die Ahnen, das ist einfach. Makellos. Ja, Perfektion in Person, so. Der läuft in den Raum und alle Mädels liegen ihm zu Füßen, so ungefähr. Boah, bitte lass Idris aber nicht schwul sein, dann heul ich. Oh. Und dann bist du so ein bisschen bi, schadet nie. Und er ist dann so, ja, okay, bei dir mache ich eine Ausnahme. Ja, bitte. Wir sind doch seine Täubchen. Das
Das kann ich. Aber der ist halt einfach riesig. Ich meine, guck mal, warte mal. Boah, mein Gott. Wie alt sollen wir in dem Spiel sein? 12? Nee, ich glaube so um die 18. Also wenn die Sorrowlands sind ja 18 bzw. 19. Ja, wir sind halt nur 1,50 oder so vielleicht dann, ne? Ja, wir sind halt nur 1,50. Oder irgendwie groß. Wie ja, groß ist 2 Meter. Boah, wir müssen mal, das müsste ich mal machen, das wäre so eine Idee. So dasselbe Maßstab. Ich müsste ja mit Pferderassen anfangen. Also wenn wir zum Beispiel so einen Isländer haben, gucke ich mir an, was so die typischen Isländer-Maße sind. Und dann habe ich ja ein Stockmaß. Und das kann ich dann anlegen so ein bisschen. Ah, ja. Was ist das? Was sollte das hier eigentlich? Das habe ich auch noch nie verstanden. Ich war da schon so häufig drin. Ja, ich weiß, du hast dir da alle Antworten schon aufgeschrieben. Komm, wir machen wieder. Ich muss wieder rein. Ja, auf jeden Fall. Zu meinem Boy. Aber ich verstehe immer noch nicht, was das ist. Oh mein Gott. Oder möchtest du vielleicht etwas tiefer in dein Schicksal eintauchen? Ich hole jetzt nochmal ein Pferd von einer anderen Rasse. Wir wollen herausfinden, wie groß Idris ist. Also bleibe ich einfach hier. Genau, du kannst zum Beispiel da bleiben. Ist jemand im Zirkuszelt? Wow. Ach nee, das ist Loretta, lol. Loretta im Zirkuszelt. Ich kann mich ja neben den Isländer mal stellen. Lusitan. Wenn wir von einem Stockmaß von 1,50 ausgehen. Okay, ich bin ein bisschen größer. Ja, wir sind vielleicht knapp 1. Ja, wenn wir gut meinen, sind wir 1,60. Eigentlich nicht ganz, aber ja, eigentlich sind wir nicht ganz. Aber dann ist Idris ja wirklich riesig. Vielleicht sind wir auch 1,55. Wow. Wir sagen mal, wir sind 1,55. In echt bin ich 1,75. Okay, 1,64. Also, aber 1,55, sag ich mal 1,55 bis 1,60, einfach weil wir es gut meinen. Vielleicht haben wir auch einfach einen großen Isländer. Steht im Arsch. Ich hänge im Arsch meines Appaloosas fest. Auch gut. Also, Stockmaß von dem ist vielleicht ein kleines bisschen größer als wir. Mhm. Ja, dann machen wir das mal als 42. Wir nehmen mal bei uns eine Größe von 1,60. Ich komme mit meinem Friesen jetzt mal dahin. Hi. Ja, dann könnte der auch ungefähr 1,65, 1,70 sein. Das ist okay. Das passt. Boah, Idris ist aber schon riesig. Ich meine, gut, wir müssen den Hut abziehen. Ja, stimmt, wir müssen den Hut abschneiden. Der ist schon mal einen guten Kopf größer noch als der Friese. Gut, wenn wir sagen, so ein Kopf größer sind vielleicht ungefähr 20 cm. Dann wäre Idris, ja, 1,85 bis 1,90. Ja, aber okay, das geht ja noch. Aber sagen wir mal 1,90 vielleicht so ungefähr. Aber das ist okay. Unser Charakter so klein. Also wir sind schon übelst klein. Ja, eben. Deswegen, das sieht auch nicht aus wie 1,60. Also wir sind vielleicht eher 1,55 tatsächlich. Wir müssen uns noch mal ein bisschen mit anderen Leuten die testen. Die orbischen Frauen sind einfach winzig. Wir können ja erstmal dahinter bei der Lady, wer auch immer die da hinten ist. Ach, die da, die Ja. Ist weil ich glaube, wir sind tatsächlich im Vergleich zu anderen Charakteren einfach ziemlich klein. Ja. Die hat längere Beine als ich, du. Und einen längeren Oberkörper. Ja, entweder ist sie 1,60 oder 1,65. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Pferdi hier 1,70 ist. Minus ja, du bist ziemlich so groß wie das Pferdi. Ja, dann ist sie vielleicht 1,70. Ungefähr 1,70. Legit. Das geht klar. Wir sind einfach klein. Müssen wir uns mit anfreunden. So. Ist halt so. Wir könnten James testen. In 40 Pinter. In 40, genau. 40. James. James. Oh mein Gott, das ist Müll. Noch nie so doll über Müll gefreut. Ich vergesse immer, dass der ja auch ein Remake hatte. Immer wenn ich an James denke, habe ich immer noch den mit seinem riesigen Dickschädel. Warum ist unser Kopf so groß? Hier, James ist sogar ein bisschen kleiner als ich. Aber warum ist unser Kopf so groß? Vielleicht zu seinem Kopf. Ja, wir sind sogar ein kleines Stückchen größer als er. Hm. Ey, wir müssen 1,60 sein, ja? Ah, hier ist doch das alte Bild von James. Lieb ich. Auf der Webseite steht nichts von seinem Alter. Hier, aber guck, also wenn du auf der SSO Lore-Seite, also auf your Wikipedia guckst, dann steht hier beim Alter, dass sie in der Starship Legacy-Reihe war Alex 16 und jetzt in SSO sie 18. Hm. Das ist ja die Frage, wie alt James ist, ne? Weil, wenn er jünger ist als sie, vielleicht sagen wir mal so ein normaler Unterschied, vielleicht so 2-3 Jahre. Wäre der 15, 16, aber der hat schon ein krasses Business, ey. Also, ja, eben. Das ist ja richtig abgespaced. Vielleicht ist es 16. 16, das klingt doch legit. Aber ich meine, der Bürgermeister ist ja Peanut. So ein Scheiß, er denkt sich sowas aus. Ist das Sable?
Ja, gut. Ja, okay, oh, eine Flasche! Oh, eine Flasche! Ich bin auch so eine Flasche, ey. Der ist vielleicht so 1,57. Er ist eine 1. 10 out of 10. Oh, hier ist eine Dose. Wen findest du cuter? Findest du James cuter oder findest du Idris cuter? Hä? Was für Frage? Idris? Hä? James, sorry. Nichts gegen dich, aber nee. Nein, ich habe eine Freundin, die findet James besser als Idris. Was? Cancelled. Cancelled? So jemand kommt mir nicht ins Haus. Nee, nee. Also ich glaube, an Idris kommt echt keiner mehr ran. Willst du dich jetzt neben diesem Verwalter stellen? Der sieht aus wie der Typ auf dem Bild. Oh mein Gott, ja, Twin-Zwilling! Ist das vielleicht der? Keine Ahnung, lass nochmal hingehen. So. Mach mal ein Bild und dann gehen wir nochmal ins Schloss. Bild, warte, ich schick's dir gerade mal. Ja, mach das. Weil, ist wichtig. Mhm. Look at this. Ja, warte. Pretty. Als wird ihr so verheiratet. Ist aber gut. Geil. Oh mein Gott, das Müll. Das bitte Möbel nehmen. Wichtig. Wie man sich über Müll freut. Ja, ey, ich brauche so scheiß viel Müll, da muss ich immer sammeln. Ich habe jetzt schon 52 Müll. Das ist nicht cool. Boah. Hier ist Pony Turtlestone. Echt jetzt? Ja. Nein. Die ist einfach hier. Ist sie weg? Ah. Wir haben uns gerade im Transporter getroffen, deshalb. Ja, okay. Richtiger Promi. Hat sie sich transportiert. Oh mein Gott, ich habe mich schon verlaufen. Du machst einfach nur hier so. Querfeld ein. Ja, danke. Das kriege ich noch hin. Das Schloss zu finden ist jetzt auch nicht so schwer, finde ich. Nee, das stimmt schon. So, bist du bereit? Ja, warte. Ja, ich warte doch. Ich bin immer zu fast. Du fast as fuckboy. Boah, jetzt bin ich richtig aufgeregt irgendwie. Oh, ja. Und? Er sieht halt einfach schon legit ja, doch, ähnlich aus. Ja, doch, eine Ähnlichkeit. Ist halt nur seinen Bart, länger wachsen lassen. Und halt wirklich direkt mal gucken, und die Krawatte, ist die gleiche oder hat er eine andere? Ne, dann eine blaue hier. Mhm. Hat er sie umgezogen? Mhm. Alter, das Gesicht ist ein bisschen anders. Muss mal kurz hier auch nochmal ein Foto machen. Vielleicht ist es sein Bruder. Vielleicht. Aber ich liebe euer Family Portrait. That's pretty. Es ist einfach gut. Es sieht halt wirklich aus wie so ein Family. Dass so jemand so geschossen hat. So, ja, schieß mal ein Bild von uns hier. Wir sind gerade im Urlaub. Das schicke ich jetzt auch noch hier rein. Wow. Dieser Typ sieht so schlimm aus. Also, es ist sein Bruder. Es ist sein Bruder. Ja, bestimmt. Safe. Nein, wir wissen, dass James winzig ist. Wie groß ist Steve? Wow. Oh Gott, wir sind winzig. Oh Gott, nee, Steve ist größer. Oh Gott, warum sind wir so klein? Ich schätze mal, dass Idris so Mitte 20 ist, vielleicht so 25. Was? Ja. Nein. Achso, Idris. Achso, ich dachte, du redest von Steve. Was? Gerade so, was? Nein. Nee. Also hier. Bist du gerade in? Ich dachte gerade so, was macht sie? Ja, wir wollen nicht drüber reden. Also. So, klein, ich bin Junge. Seine Hand ist einfach das Doppelte meiner Hüfte. 1,80 könnte er schon sein. So 1,78. Ja. Und wie alt schätzen wir Steve? Ende, so 40. Also Mitte 40. Mitte, ja, würde ich auch sagen. Oldie but goldie. Ich meine, so alt ist auch nicht. Wie wirst du dann sehen, so auf dem Pferd? The Dragon Knight ist ein Hengst und erwachs. Aber nichts übertrifft mein Pferd. Meins ist das Beste. Hengst und zeitlos. Die Zeitlosigkeit ist mir sehr wichtig. Oh, warte, in Silverglade Village gibt es bestimmt noch Leute. Aber ich verliere dich ja gleich wieder, weil diese Stadt so unübersichtlich ist. Der Ratsmann. Was, der was? Hat die Krawatte gestohlen von dem Kerl. Oh mein Gott, vielleicht ist der das. Das ist der. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist der wirklich. Nein. Alter, wie, das kann man hier gerade sehen. Neues Family Portrait. Ich schwöre. Ihr habt mich adoptiert. Der sieht so aus wie so der stolze Vater und wir sind so seine Töchter. Ich komme nicht drauf klar, dass der das ist. Perfekt. Ist halt einfach der gleiche Anzug und die gleiche Krawatte. Ja, der hat sich nie verändert. Außer, dass er halt seine Haare verloren hat. Und sein Bart. Der Hut ist auch abhanden gekommen. Ach, stimmt. Jetzt sollte er den Hut mal wieder tragen. Ja. Ja, stimmt. Ich wollte gerade auf dein Pferd aufstellen. Kannst du mal versuchen, vielleicht klappt's. Ja. Wollen wir mal gucken, wie groß Big Bonnie ist? Vielleicht ist sie ja gar nicht so big. Bedimmt.
So, warte, ich meine 1,70-Latte hier. Ich bin gerade ein bisschen in ihr. Boah, ey, das klingt so falsch, die 1,70-Latte. Die 1,70-Latte ist in Big Bonnie. Oh mein Gott, die ist schon ein bisschen größer als ich. Ja, die ist auch größer als 1,70. Alter, Big Bonnie, du bist richtig big. Und die ist ungefähr so groß wie Steve. Hat das was zu bedeuten? Also Big Bonnie und Big Stevie. Big Bonnie. Big Bonnie und Big Stevie. War auch wieder so 1,78 bis 1,80. Wie alt ist Big Bonnie? 50. Glaub. Ende 50. Big Bonnie ist 50. Ja, so. Ja, doch, oder? Die sieht ein bisschen aus wie mein Geschichtslehrer. Hier ist manchmal so eine unsichtbare Wand. Ja, merke ich auch immer. Hier, da. So, auf zu Marley. Ach, stimmt. Das war ja unser eigentliches Zielobjekt. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Ach so, stimmt. Das ist Müll. Ah. Oh mein Gott, hier ist ganz viel Müll. Highlight. Marley. Marley geht auch in die Größe rein. Big Stevie, Big Bonnie und Big Marley. Einfach 1:1 so groß. Ja, sind wahrscheinlich wir. Vielleicht werden das wir mal sein. Werden wir das mal sein, meine ich. Ich kann keine Satz reinpacken. Maybe. Oh mein Gott, das ist unser zukünftiges Ich. Naja, gut, dann gehe ich jetzt mal meines Weges mit meinem zeitlosen Pferd. Ja, zeitlos. Howie. Also ich log mich erstmal aus. Warte. Das dauert noch kurz. Ciao. It takes time. Stille. Genau so, wie wenn du jemanden triffst, dann verabschiedest du dich. Und dann geht man in dieselbe Richtung. Dann geht's in die gleiche Richtung. Ganz schlimm. Na gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinem hier Ehemann. Ja, danke. Obwohl, eigentlich sind wir ja seine Töchter. Du hast eine Affäre mit unserem Vater? Was? Warte. Nein. Na doch. Aber du hast auf jeden Fall... Gib mir nur meine Isis. Deswegen, du hast den Schnurrbart geerbt von ihm. Ja, klar, genau. Aha, ich weiß, warum ich den geerbt habe. Weißt du, für die Angst, dass Idris schwul sein könnte. Ich vorgesorgt. Bis dann. Ja, ciao. Ciao.